Hey ho, meine Lieben! Ich habe mal letztens bei My Steak Shop die Yakitori-Spieße bestellt und die möchte ich heute mit euch ausprobieren, kosten. Warum? Ganz einfach, ich habe heute Geburtstag und ich mache die für meine Gäste. Dazu werden wir noch einen Reis kochen, müssen wir nicht unbedingt sehen, aber die Erdnusssoße, was wir noch dazu machen, die werden wir jetzt als allererstes machen. Mein Schatz hat da drüben schon alles hergerichtet. Auf geht's! Hier haben wir schon unsere kleine, aber feine Übersicht für die Soße. Und wo wir die Soße her haben, ist kein Geheimnis. Das war, glaube ich, aus der Rezeptwelten vom Thermomix. Wir brauchen 400 Gramm Erdnüsse, geröstet und gesalzen. 2 Knoblauchzehen, 800 Gramm Kokosmilch. 4 Prisen Currypulver, 2 Esslöffel Sesamöl, 2 Esslöffel Zitronensaft, 50 Gramm Zucker und einen Teelöffel Salz. Salz ist noch nicht da. Doch, nimm halt das. Ach so, ja, da ist Salz. Ja, vor lauter Wald sieht man die Bäume nicht. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich mal die doppelte Menge. Und das Ganze im Thermi. Aber jetzt schauen wir gleich darüber, bevor wir die Hälfte verpassen. Schatz ist schon wieder mal schneller, als ich filmen kann. Erdnüsse werden einfach mal kurz glatt. Heiligsblechle ist das immer Krach. Also die Erdnüsse einfach mal schnell kleinschreddern. Sind sie klein genug? Nein, noch nicht. Oder auch pulverisieren. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Das ist ja schon fast eine Paste, gibt es. Okay. Wieder was Neues dazugelernt. Schauen wir, wie es weitergeht. Der Knoblauch wird auch klein geschreddert. Knoblauch? Oh, das riecht gut nach Knoblauch. 2 Esslöffel Erdnussöl oder Sesamöl. Das ist euch überlassen. Wir nehmen hier jetzt ein Erdnussöl. Ich denke, das passt doch besser dazu als Sesamöl. Und als nächstes, was kommt denn da hinein? Etwas Currypulver nach Wahl. Dann wieder durchmixen? Nein. Das dünscht man jetzt kurz schnell 2 Minuten. 2 Minuten andünsten bei wie viel Grad? Aroma. Aromagrad? Keine Ahnung. Ah ja, das Aroma scheint irgendwas mit 120 Grad, hast du gesagt? Ja. Zu tun haben. Und das, was im Hintergrund so gluckert, ist unsere Kaffeemaschine. Ich soll gucken. Schade, dass man das nicht riechen kann. Na doch, die Cam sieht man hier leider nicht viel. Sieht man vielleicht den Dampf, wie er aufsteigt? Ja, den könnte man sehen. Oh, aber das riecht. Lecker Schmecker. Wer natürlich kein Thermomix zur Verfügung hat, ich glaube, das ist kein großes Problem, so ein Rezept zum Adaptieren. Das Zeug halt dann einfach in der Pfanne oder so anrösten und fertig. Tja. Aha. Die Erdnusspaste kommt wieder hinzu. Dann die Kokosmilch. Ja, dieses Mal haben wir die Dosen ordentlich aufgeschüttelt. Zwei Esslöffel Zitronensaft. Man kann natürlich auch frisch gepressten nehmen, jeder wie er möchte. Und noch, wie viel Zucker brauchen wir jetzt? 50 Gramm. 50 Gramm Zucker. Ich mache lieber ein bisschen weniger. Nein! Doch! Ich mag süß, ich bin auch ein Süßer. Ja, aber es essen andere Leute auch noch mit und darum machen wir bloß ein bisschen was über 30. Ja, natürlich wird das seinen Grund haben, dass das so süß wird. Aber ja, wenn es nicht süß noch genug ist, kann man immer noch was dazugeben. Weil wenn es viel ist, kann ich nichts mehr rausmachen. Auf alle Fälle. Salz hinzugefügt, das war jetzt ein Teelöffel. Ja. Und wie geht's weiter?
4 Minuten 100 Grad. 4 Minuten bei 100 Grad. Das sind aber 4 Minuten 10. Ja, und? Und Stufe 2. Stufe 2. Okay, wir sehen uns nachher gleich. Jetzt probieren wir einfach ohne mich. Das geht ja gar nicht. Ja, kriege ich jetzt auch mal endlich den Löffel. Ich mache nämlich gleich ein paar Bierle. Warte, warte, warte. Das ist jetzt der Familienlöffel. Jetzt hat sie sich schon wieder selber in den Hals gesteckt. Das ist ja eine Frechheit. Ich kriege einen frischen Löffel, auch in Ordnung. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Oh! Das nenne ich mal eine Erdnusssoße. Definitiv besser als mit Erdnussbutter. Geile Sache. Absolute 210%ige Nachmachempfehlung. Schon mal auf die Erdnusssoße. Gut. Als nächstes sehen wir uns dann später, wenn ich die, wie heißen sie nochmal, Yakitori Spieße auf den Grill schmeiß. Genau, aber dazu habe ich noch was dann zu sagen. So Freunde, da haben wir sie, die Yakitori Spieße, einmal indonesische Art in Hot Chili Soße und einmal Malaysia Art in Satay Soße. Ich habe heute Mittag schon welche probiert, also bloß ein kleines Probiererle, die habe ich allerdings in der Grillpfanne gemacht, auf dem Herd. Würde ich nicht unbedingt so empfehlen, lieber auf dem Grill. Das Schöne ist, aus der Gefriere raus, ein paar auf den Teller und dann kann man sie mit hinausnehmen am Grill. Das werde ich jetzt machen und die gibt es übrigens noch in Soja. Hatten es aber nicht da, wo ich bestellt habe. Werde ich aber auf alle Fälle noch nachordern. So sehen die dann hier aus. Man kann also bequem die gewünschte Menge rausnehmen. Hoffe ich jetzt zumindest mal, dass das wunderbar funktioniert. Und dann raus zum Grill gehen. Naja, die fallen nachher schon auseinander. Gut, dann würde ich sagen, ich pack so viel wir brauchen raus und wir sehen uns draußen am Grill. Dann aus. Grill läuft auf ca. 220 Grad Grad. Deckelthermometer. Und hier haben wir sie nochmal, unsere Spieße. Also ich finde es jetzt wirklich genial, wenn man mal einfach keine Lust hat, so einen riesen Aufriss zu betreiben. So wie heute, kleine Party. Hoi, da wird es warm. So kann ich sie schon noch auslegen. Und dann legen wir die einfach hier mit drauf. Lassen die angrillen. Und drehen und wenden sie ein, zwei Mal. Und ja, dann sollten sie auch schon fast gut sein. Tja, und den haben wir weggeschmissen. Nachher richten wir uns gleich noch einen indirekten Bereich ein. Aber erst grillen wir sie mal an, beziehungsweise wir können sie ja dann oben auflegen. Ja, so einfach. Und jetzt muss ich doch noch nach dem suchen hier. Meiner. So, wie gesagt, kurz angrillen, umdrehen, ein, zweimal wenden und dann sind die auch schon fertig. Deckel zu, grillen. Und ja, wenn es ganz blöd läuft, dann verkokeln hier die Spieße, die Holzspießle hinten dran. Ja, hier ist er zum Beispiel gerade abgebrannt. Egal. Aber ich kriege jetzt noch Nachschub von den Spießen, weil es ist gerade noch mehr Besuch eingetroffen. Also man kann es sehr gut portionieren, je nach Besuch. Ganz kurz Kamera an. Ich habe den Rest jetzt gleich noch oben drauf gelegt. Und hier könnten wir eigentlich gleich einmal gucken. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz zum Umdrehen. So, Freunde, gucken wir mal schnell nach. Ich habe schon ein bisschen umgestapelt wieder.
unser Tellerchen zum Vorwärmen draufgelegt. Die ja eigentlich schon fast fertigen liegen jetzt oben und die müssen jetzt noch ein bisschen Farbe kriegen. Ja, so schaut's aus. Gleich sind wir soweit, dass wir essen können. Ja, Freunde, und ich würde sagen, wir sehen uns dann drinnen, wenn sie alle fertig sind. Ach ja, die habe ich heute übrigens noch zum Geburtstag bekommen. Ganz praktisch, so eine kleine Holzzange. Bis nachher gleich drinnen zum Probieren. Ja, Leute, da drin ist geradewegs Überfüllung geschlossen. Deswegen stehe ich jetzt hier draußen mal im Flur und ach, schmeckt das geil. Also die Spieße, obwohl sie ja Fertigspieße sind, kann ich echt wärmstens empfehlen. Jetzt fehlt bloß noch die Erdnusssoße. Mein Schatz macht gerade ein Tellerchen zurecht. Das kann ich euch dann gleich noch zeigen. Aber die Dinger sind richtig lecker. Oh, Dankeschön. Und den gemischten Salat dazu. So sieht das Ganze dann aus. Mit dieser Erdnusssoße. Ja. Und. Muss ich mal in die Erdnusssoße hier eintunken? Dass ich das Tellerchen nicht so versau. Noch viel besser. Leute, wenn ihr eine kleine Party habt, was Einfaches braucht, ich kann diese Spieße nur empfehlen. Einfach lecker. Wirklich einfach lecker. Ja, und die mit der Soja-Richtung werde ich mir auch noch bestellen und dann auch nochmal für euch verkosten. Und ansonsten schauen wir mal, wer alles nachher noch ein Fazit spricht. Hallo Patricia. Hallo. War beim Arbeiten. Naja, egal. Und was rede ich jetzt lang? Wir sehen uns im nächsten Video dann. Das war's mit meinem Geburtstagsvideo. Leute, wir sehen uns. Ciao.